Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werde ich euch das neue große Projekt für die nächsten Livestreams, die ab dieser Woche auch wieder aktiv und regelmäßig stattfinden werden, vorstellen. Denn manche kennen wahrscheinlich von euch, ich bin hier übrigens gerade gegenüber von meinem Stark Industries Gelände, manche kennen wahrscheinlich von euch hier PH Käsegericht. Das ist, alle Verhandlungen wurden abgesagt und es werden keine Fälle aufgenommen. Was da gerade los ist, habe ich keine Ahnung. Aber, hier war auch noch die Notifikation an, deswegen hat mich Tim gleich mal hier gefragt, was ich hier treibe. Seht ihr den Kasten da drin, ist das Käsegericht. Und ich sag euch eins, das Käsegericht, das sind alles hier Ganoven und Verbrecher, vor allen Dingen der Richter hier. Stellt euch mal vor, ich habe eine Anzeige gegen Serda eingereicht bei Tim, weil er, ich weiß schon gar nicht mehr, was da war. Aber auf jeden Fall einfach so geil. Denn ich habe eine Anzeige gegen Serda eingereicht und es war hundertprozentig klar, dass Serda schuldig ist. Und Tim, der Richter, meinte, ja, abgelehnt. Serda ist unschuldig. Also hier wird anscheinend, egal, wenn man im Käseclan ist, die decken einen alle gegenseitig. Das ist eine richtige Verbrecherbande hier. Anzeige ist raus. Ja, so mal Spaß beiseite. Denn bei PH Staatsgericht, da kommt nämlich jetzt die richtig fette Bude hin, sage ich euch. Denn wir müssen uns gegen das Käsegericht ein bisschen verteidigen, sage ich mal. Deswegen habe ich mir hier auch gleich mal hier ein ganz großes, schönes Plot geclaimed, wo das fette Gericht draufkommen wird. Und ich sage euch eins, den Platz werden wir auf alle Fälle brauchen. Ich habe hier mir schon mal ein bisschen, ja, Quarz, das noch nicht alles besorgt, denn das werden wir auf jeden Fall brauchen fürs Terraform, Grasblöcke. Ich glaube, Sand werde ich auch noch brauchen. Werde ich mal schauen. Auf twitch.tv/derteddybär mit einer 3 statt einem E, auch in der Beschreibung verlinkt. Schaut dort gerne vorbei, ein Follow da lassen und die Benachrichtigungen anmachen. Dann könnt ihr sehen, wie das große Staatsgericht hier aus dem Boden gestampft wird. Und dann würde ich meinen, sehen wir uns bei den Twitch-Livestreams oder nächste Woche Dienstag, 15 Uhr, bei einem neuen Video, wie geplant. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Es werden jetzt nicht so lange Videos kommen in nächster Zeit. Es ist Sommer, es ist warm. Ich werde wahrscheinlich mehr auf Twitch aktiv sein als hier auf YouTube. Es werden trotzdem die Videos kommen. Es wird aber auch noch eine zweiwöchige Sommerpause geben, wo ich an meinem Server weiterarbeiten möchte, damit ich da auch mal weiterkomme. Die wird es geben. Da werden auch keine Streams kommen. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Extra Video dazu folgt natürlich. Und dann sehen wir uns beim neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.